So, guten Morgen, willkommen bei meinem zweiten Projekt neben Decent. Ja, ursprünglich wollte ich ja keine Ahnung, wie genau man den zweiten Namen ausspricht, spielen, aber dann kam die Demo zu Wolfenstein. Ein Spiel, auf das ich schon warte, seit es angekündigt wird, möchte ich sagen. Es ist ein RPG-Maker-Spiel. Wieder von Real Troll, ja. Ich weiß nicht, ob man es inzwischen mitbekommen hat, aber ich mag seine Spiele. Und das ist jetzt die Demo seines neuesten Spiels. Ja. Und die werde ich zuerst Let's Playen und danach gleich Clonk und so. Als zwei Projekte starten. Weil Clonk wird ewig länger dauern, glaube ich. Egal. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Das ist absolut blind. Ich habe bloß mal hier so im Menü kurz geschaut mit Musiklautstärke. Und ich werde sie nachher bestimmt nochmal nachprüfen, ob es in-game... Ich weiß nicht, wie laut da die Musik ist, keine Ahnung. Und, ach Gott, ich werde das Spiel wahrscheinlich sehr schnell durchhaben. Obwohl, nein, ich habe nächste Woche wieder nicht daheim. Dann, also wird es schon bis nächste Woche dauern, egal. Und ich werde es aufnehmen. Nein, ihr seht es auch ohne, dass ich es aufnehme. Nein, nein. Und ich kann seine Spiele nur empfehlen. Ich werde auch später die Reise ins All machen. Aber vorher noch zwei bevor ich jetzt vergesse, ich werde wieder versuchen, so jedem Charakter eine Stimme zu geben. Was wahrscheinlich wieder katastrophal scheitern wird. Oder ich nur noch durch die Gegend huste wegen den recht tollen Stimmen. Aber egal. Ich starte einfach mal neu und schau, was passiert. Es regnet. Yeah. Ha. Ist ja fast wie bei uns zu Hause. Okay, das mit den Wölfen ist nicht so wie bei uns. Wald. Nee, echt, Tom? Das ist ein Wald? Und zwei Ritter. Nein, Krieger. Und ich muss unbedingt meine Frame-Anzeige woanders hinlegen. Der blöde Helm leitet mir das Wasser direkt in den Kragen. Scheußlich, warum müssen wir ausgerechnet bei so einem Wetter unterwegs sein? Tankma. Kommt mir jetzt irgendwo her bekannt vor. Ihr jammert wie Welpen, die in den Badezuber geworfen wurden. Und sowas nennt sich Krieger? Ha! Klingt schon so. Steht nicht da und tropft den Wald voll. Unerschrocken und kühn. Sagt euch das was? Ja, ja, der Wahlspruch unseres Ordens. Naja, sehr energisch klang das gerade nicht. Was seid ihr, Krieger oder weiderliche Memmen? Krieger, Tankmar. Das klingt schon besser. Und jetzt freut euch über das herrliche Wetter. Guckt nicht so dumm. Solange es blitzt, ist es wenigstens hell. Da ist was dran. Du verstehst es einfach, uns wieder aufzuheitern, Tankmar. Brunnen. Gott. Was steht ihr da rum und schmatzt? Und schwatzt? Packt mit an, der Kahn steckt schon wieder fest. Das klingt ziemlich bescheiden. Ihr habt unseren Herrn gehört, also, auf geht's! Warum sind da Wildschweine vorne dran gespannt? Hau ruck! Und er macht doch gar nichts. Nun zieh schon, du verdammtes Biest! Faulenzen könnt ihr ein andermal! Legt euch gefälligst ins Zeug! Und helft mit, anstatt zu gaffen. Was macht er denn die ganze Zeit? Dann alle zusammen. Hau ruck. Stärker. Hau ruck. Hau ruck. Puh, was für eine Plagerei. Wenigstens der Kahn aus dem Matsch heraus. Gut gemacht, Männer. Ihr habt euch eine kurze Verschnaufpause verdient. Verschnaufen? Was redest du da? Der Hochmeister wartet schon voller Begierde darauf, die Gefangenen seiner Befragung zu unterziehen. Also, weiter! Natürlich, Herr Brunn! Gefangener. Ach was, ich hab's nicht eilig. Macht ruhig erst noch ein Päuschen. Pause ist immer gut. Bist du genauso gebunden? Nein, das klingt scheiße.
Willst du genauso gebunden werden wie die Hexe neben dir, alter Mann? Und glaube mir, ich kenne Stellen, an denen Fesseln wirklich unangenehm sind. Was das für Stellen wohl sind? Die Lache passt jetzt überhaupt nicht zu meiner Stimme. Wie schön, dass du dich einsichtig zeigst. Was glotzt ihr die Gegend an? Füllt eure laschen Glieder mit Schwung. Es geht weiter. Das muss ich noch ein bisschen... Auf ein Wort, Bronn. Was hast du? Die Stimmen muss ich noch arbeiten, das merke ich ja. Bronn, meinst du nicht, du gehst die Männer etwas hart an? Es sind brave Kerle, die ihr Bestes geben. Willst du etwa meine Befehle in Frage stellen? Seit wann kennen wir uns, Bronn? Solange ich denken kann, Tankmar. Warum bin ich immer so laut, keine Ahnung. Ich habe deinem Vater gedient und auf seinem Totenbett schwor ich ihm, auf dich zu achten, dir immer treu zu folgen und mit meinem Leben für dich einzustehen. Habe ich dich jemals enttäuscht, Herr? Ach, Tankmar, diese Mission ist ungemein wichtig für mich. Du weißt, wie mein Vater endete. Der Ruf... Vielleicht soll ich erst fertig reden, bevor ich weiterklicke. Egal. Ich war immer stolz, deinem Geschlecht dienen zu dürfen, Brunn. Was kümmert's mich, was andere schwatzen? Aber ich spüre diesen Stachel und er brennt. Doch trotz der Familienschande hat mir der Hochmeister seine Hand gereicht. Ich kann es schaffen, meinen Namen wieder reinzuwaschen und ich werde den Hochmeister niemals enttäuschen, Tankmar. Nie, hörst du? Dein Weg ist der meine, Brunn. Steht ihr da etwa immer noch rum? Vorwärts! Los! Ja, das klingt so total unpassend zusammen, ja. Ich spreche so, wie ich Deutsch kann. Gar nicht. Der letzte Blitz war verflucht nahe! Der Himmelsrüttler streckt seinen gezackten Krallen... Oh, ich hasse. Der Himmelsrüttler streckt seine gezackten Krallen nach uns aus! Lass dein abergläubisches Geschwätz, Tankmar. Wir wandern im Schutz des Güldenen. Der Güldene steht uns bei. Weg von den Bäumen. Der Gezackte fährt in alles hinein, was sich übermütig nach ihm streckt. Was zur Hölle war das? Ah, das sind keine gewöhnlichen Krallzacken. Reißt euch zusammen. Ihr seid Krieger des Ordens. Also, Herr? Ich spüre deine Kraft. Ungeheuerlich, eine Lästerung des Güldenen selbst. Da, seht! Selbst hier? Hier tut sie auch was. Was ist das? Die Götter stehen uns bei. Was geschieht hier, Herr? Diese Dornen können nicht Güldenen gefällig sein. Haltet euch von diesen Dingern fern. Hör auf mit deinem Geschwätz, Alter! Die Männer sind schon unruhig genug! Moment, diese Stimme muss ich noch mal kurz überarbeiten. Lass mal das Mikrofon rübsen, nein, doch nicht. Jungchen! Du weißt doch gar nicht, worauf du dich hier einlässt! Willst du mir etwa erzählen, du wüsstest, was hier geschieht? Vielleicht sage ich es dir, wenn du nur artig bittest, Ordensmann. Also, bitte bring mich nicht dazu, die glühenden Eisen auszupacken. Tja, das Zauberwort kam mir zumindest vor. Also, das musst du wissen. Bei mir klingen alle Stimmen irgendwie gleich. Komm schnell zur Sache, ich habe kein Interesse am Gerede eines alten Mannes. Also, als ich in deinem Alter war, hatten wir noch Respekt vor. Deine Geschichte, wird's bald? Die klingen sich ziemlich ähnlich, stelle ich gerade fest. Also die zwei. Es ist gar nicht lange her. Da. Punkt, Punkt, Punkt. Grimald. Genau, wie du es gesagt hattest, Gisulf. Unter dem alten Baum ist tatsächlich eine Höhle. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass er irgendwie junges Kind darstellen soll. Keine Ahnung. Was habe ich dir über den Schatzsuchen beigebracht, Dummkopf? Ich soll mich hinter dir halten und mich nur dann rühren, wenn du es sagst. Ich soll mich rühren. Dann mach, was dir ein erfahrener Abenteurer sagt, Büschchen. Diese Höhlen sind gefährlich. Andernfalls könnte ja jeder dahergelaufene Wicht auf Schatzsuche gehen. Ha! Von wegen! Also bleib da stehen und pass gut auf, was ich mache.
Hör auf, ständig in der Nase zu bohren! Wer weiß, auf was du stößt! Kann ich hier schon speichern? Ja, ich kann speichern. Hier aber übrigens so das Menü, ne? Hier Menü mit Esk und so. Und Dinge haben wir ja nichts. Fähigkeiten können wir nichts. Aber wir haben eine Holzkeule dabei. Ja, kann man anlegen. Und ein guter Wams aus fester, guter Wolle. Ja, das hält zumindest ist warm. Hier können wir die Reihe festlegen, was uns nichts bringt, damit wir nur einen haben. Und ich werde mal kurz die Lautstärke und so checken. So, ja, es sieht alles gut aus. Klingen, die Stimmen klingen zwar immer noch grausam, aber egal. So, kann ich hier irgendwas anklicken, irgendwas zu mitnehmen? Man weiß nie, hier gibt's. Das ist echte Abenteuer, dann nimmt man natürlich erstmal den Schädel mit. Sieh dir diesen an! Nein, sieh dir diesen Anfänger an, Junge! Aber so etwas dient uns erfahrenen Abenteuern nicht nur zur Erheiterung, es ist auch ein wertvoller Hinweis. Der Schädel zeigt Gefahr an. Und er läge hier nicht, gäbe es nicht etwas zu holen. Kapiert, Kleiner? Kapiert. Es ist so eine Art Hinweisschild. Richtig. Dein Kopf ist also doch nicht nur mit dem angefüllt, was du dir aus der Nase glaubst. Was ist da noch so? Nix. Kann ich da rausgehen? Halt! Hier geht's zu den Schätzen. Hier geht's zu den Schätzen? So, hier lang geht's zu den... Bastel nicht in deutscher Sprache rum, wenn du es nicht... Wir sind hier nicht allein, Bursche. Ein Monster! Hebt ihr den Begriff für Kreaturen auf, die ihn wirklich verdienen? Das hier ist nur ein Grabschaufler. Diese Tierchen sind allenfalls lästig, aber kaum eine Gefahr für einen ausgewachsenen Abenteurer. Gib acht! Oh, oh, oh. Fürs Erste reicht es, wenn ich dir einen normalen Angriff zeige. Sieh her! Du kannst konzentriert kämpfen. Kampf! Oder dich auf deine Routine verlassen, Auto. Ja, genau, weil die KI so schlau ist und das immer so super selber macht in allen Spielen. Je schneller ich im Verhältnis zu einem Gegner bin, desto eher komme ich zum Zug. Per Angriff kann ich mit meiner Waffe einen Gegner wählen, den ich kitzeln möchte. So geht's. Ja, wir machen hier mal so Kampf, ne? Hey. Dinge. Aha, aha, aha. Das ist ein eigenes Kampfmenü, hat er richtig entwickelt hier, ne? Hier, ne? Da, ja, ne? Gott, hab ich viel Leben. Ja, komm, stirb. Oh, er ist tot. Und was ist? Das Klinge habe ich nichts. Wucht habe ich auch nichts. Diebstahl kann ich machen. Kann ich was klauen? Diesel stiehlt einen Stachel. Der ist jetzt bestimmt unglaublich wertvoll, also. Also wer da hier einen Stachel klaut, der hat eh für das letzte Spiel ausgesorgt. Sieg bei den Göttern! 90 Erfahrungspunkte, 6 Gold. Ich kann es, glaube ich zumindest. Und epische Totenkopf-Animation. Hast du es gesehen? Man darf im Kampf nicht trödeln, denn die Gegner warten nicht. Das hast du mir schon alles dutzende Male erzählt und gezeigt. Ich dachte, heute lerne ich etwas Interessantes. Du Knirps, wärst dir wohl zu fein für die Grundlagen. Wie? Wir werden sehen, ob du dich nicht bald zurückwünschst. Folg mir tiefer in die Höhle! Der bohrt lieber noch wegen der Nase rum hier, ne? Fällt dir hier etwas auf? Da vorne stimmt etwas mit dem Boden nicht, Gisulf. Richtig! Vielleicht steckt doch das Zeug zu einem richtigen Abenteurer in dir. Es ist eine Falle, stimmt's? Nein! Natürlich! Wo ein Schatz ist, lauert Gefahr. Als Abenteurer muss man wissen, wie man damit umzugehen hat. Pass genau auf, ich zeige dir, wie man eine Falle entschärft. Oh Gott, ich bin so gut wie tot. Wir speichern lieber nochmal. Okay, wir stellen uns davor und drücken. Grimald, geht das eigentlich alles noch komplizierter? Beim ersten Anzeichen von Anstrengung beginnst du zu jammern. Als ich in deinem Alter war, ich sehe genau, wenn du mit den Augen rollst. Wie funktioniert das denn nun? Hier kommt es auf Geschick und Präzision an. Achte genau auf meine Hände. Oh Gott, ich bin so tot. Am wichtigsten sind die grauen Knöpfe. Mit ihnen deaktivierst du den Mechanismus. Oh Gott. Aha, woher weiß ich, welche ich drücken muss? Hehehe, das ist doch gerade die Kunst des Entschärfens. Siehst du das Fragezeichen? Darüber kann ich vorsichtig den ungefähren Fallenaufbau inspizieren. Aber Vorsicht, bei einer unbedachten Bewegung könnte mir das ganze Ding um die Ohren fliegen. Das wird gleich passieren. Das blinkende Fell am linken Rand zeigt dir, wann ich drücken kann. Lass mich raten, wenn es rot ist, solle man tunlichst die Finger von den Knöpfen lassen. Wenn du so weitermachst, werde ich noch glatt richtig stolz auf dich, Jungchen.
Das Signal ist grün. Ich starte nun meine Untersuchung. Um meine Falle zu entschärfen, muss ich ihren Mechanismus aushebeln. Dazu betätige ich die relevanten Felder. Die Querstriche zeigen mir die unerheblichen Stellen an, die ich ignorieren kann. Also diese hier. Das Kreuz zeigt mir ein Feld, das ganz sicher zur Falle gehört. Und die Fragezeichen? Was sollen die? Die zeigen mir, dass eben nichts im Leben wirklich sicher ist. Vielleicht sind sie Teil der Falle? Achso, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Oder vielleicht auch nicht oder sowas. Na egal. Jetzt widmen wir uns der anderen Seite. Mit dem Fallen kann ich die Liste der mir bekannten Fallen durchgehen und sie mit der hier vergleichen. Dank meiner Erfahrung kenne ich drei gebräuchliche Fallentypen. Boah, das bist aber erfahren, du. Die gerade ausgewählte Falle besteht beispielsweise aus zwei Bestandteilen, einer auf Feld 1, einer auf Feld 6. Na, dann kann sie das ja nicht sein. So, so. Und warum nicht, Herr Fallengelehrter? Das schließt sich doch mit deiner Untersuchung aus. Du kannst ja erkennen, dass Feld 6 kein Teil der Falle ist. Ha, so ist es. Aber du wärst ein Schafskopf. Hätte ich dich auch kaum in die Lehre genommen. Nun muss ich nur den Fallentyp aus der Liste picken, der zur Untersuchung passt. Eine Frage. Was hat es mit diesen Zahlen bei den Fallentypen auf sich? Diese zeigen mir, in welcher Reihenfolge ich die Fallenteile deaktivieren muss. Natürlich immer nur bei grünem Licht. Und wenn es einmal unter Untersuchungsbild nicht zur Fallenliste passen sollte? Frag mir keine Löcher in den Bauch. Das wäre dann eine sehr komplizierte Falle. Die könnte ich nur knacken, indem ich mehr Erfahrung sammle. Also gut, hast du alles verstanden? Ich hab's verstanden. Fein, dann sieh zu, wie ich die Falle knacke. Okay, wir warten auf Brünn. Kann ich hier auch klicken, wenn es nicht grün ist? Nein, er kennt die Falle definitiv noch nicht. Oder vielleicht doch? Dann wäre es ja das hier. Ho, das war einfach. Gisulf erhält 100 EP, hey. Hör auf, ständig in der Nase zu bohren! Wer weiß, auf was du stößt? Stopp. Nichts lockt den Abenteurer mehr als eine Truhe. Unter ihrem Deckel kann alles Mögliche verborgen sein. Tränke, Waffen, Gold. Gib gut Acht, wenn man so ein Schloss knackt. Wie man so ein Schloss knackt. Sollst du jetzt mal richtig lesen, bevor ich irgendwas mache? Diese Knorrbüsche wachsen besonders gern auf engen Wegpassagen. Kann noch irgendwas ansprechen, bevor hier die Kiste aufknackt wie ein echter Überpro? Sind das nochmal dieselben Büsche? Ja, sind nochmal dieselben Büsche. Oh. Hier zählt Reiners Fingergeschick. Um ein Schloss zu knacken, muss man seine Zylinder freihebeln. Das hier ist eine simple Angelegenheit. Nur drei sehr einfach gestaltete Zylinder. Wetten? Es läuft darauf hinaus, den jeweiligen Zylinder genau dann auszuhebeln, wenn sein Feld grün ist? Hey, untersteht dich mir so etwas wie Vorhersehbarkeit zu unterstellen? Davon abgesehen ist es, wie du sagst, man muss nur den grünen Moment abpassen, um zu klicken. Aber geh nie zu voreilig vor. Es gibt Schlösser, die nach einem verfehlten Versuch verklemmen. Dauerhaft. Speichern! Ja. So, und jetzt achte darauf, wie ich dieses Schloss knacke. Billiges Schloss. Ha! Dieses Schloss ist kein Herausforderung für mich, dem Großmeister. Du erhältst 50 EP. Ja, ich könnte es ja auch aufmachen. Ich hoffe, du hast etwas Wichtiges gelernt. Ein guter Abenteurer kämpft nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Köpfchen und Geschick. Wir sind dann weitaus vielseitiger als diese dummen Krieger. Was ist denn nun in der Truhe? Ach! Ah, Schatzgier! Keine schlechte Eigenschaft für einen angehenden Abenteurer! Gisulf findet eine Handaxt. Na bitte! Damit haben wir etwas, womit wir uns einen Weg durch die lästigen Knorrbüsche bahnen können. Ha, welch ein lustiger Zufall, ne? Achte immer darauf, sowohl Wucht als auch Klingenwaffen dabei zu haben. Und nun geht's dem Gewächs an den Kragen. Oh, epische Animation, da hackt doch gleich alles weg. Ah, und finden 10 Goldmünzen. Es war so klar. So, weiter geht's.
Hat eine Geschichte auch irgendwann irgendeinen anderen Sinn, als meine Zeit zu stehlen, alter Mann? Soll ich noch schneller sprechen, Jungchen? Hör zu, das ist wichtig! Oh, Gegner. Nanu, warum tummel ich hier so viele Grabschaufel auf einen Fleck? Ist das etwa ein Problem für dich? Vorhin hattest du doch gesagt... Willst du jetzt mich belehren? Wenn ich vorhin sagte, sie sind kein Problem?